Ein Beispiel für eine quadratische Ergänzung und ganz wichtig der Hinweis, ich habe in der Playlist auch andere Versionen, deshalb erschreckt euch nicht, wenn ihr hier eine Methode für die Schreibweise entsprechend seht. Ich habe, glaube ich, für alle Schreibweisen ein Beispiel für euch. Worum geht es jetzt? Ihr habt hier eine Funktion. Es ist offensichtlich eine quadratische Funktion. Höchster Exponent ist hoch 2. Ihr sollt daraus jetzt eine Scheitelform machen. Das ist ein Grund, warum ihr die quadratische Ergänzung braucht. Es hätte auch sein können, untersucht mal auf Nullstellen und ihr hättet diese Methode nutzen können. Jetzt für die Scheitelform. Erster Schritt, f von x ist gleich, ich klammere die 2 aus, dann bleibt übrig x² minus 2x minus 4. Direkt der Hinweis, in anderen Schreibweisen findet man dann geteilt durch 2, dann muss die 2 aber hier bleiben, weil es ist kein Nullstellenverfahren. Extra Video dazu, passt da bitte auf. Ich nehme jetzt die Methode, ich klammere hier das, was vor dem x² steht, aus, ist in dem Fall eine 2. Jetzt seht ihr hier, das Ganze ist jetzt normiert, also vor dem x² steht nichts anderes als, wenn da was stehen würde, wäre es einmal, das schreibt man nicht und jetzt geht es eigentlich los. Achtung, da steht jetzt noch die 2, da kommt jetzt eine eckige Klammer und jetzt kommt die quadratische Ergänzung, x² minus 2x und das ist ja dieses plus durch 2 hoch 2 minus durch 2 hoch 2 minus 4. Ihr erkennt vielleicht, x² minus 2x minus 4 und hier der Einschub und was muss dahin? Hier steht die Zahl vor dem x, das wäre die 2. Warum schreibe ich das Minus nicht dahin? Weil durch in Klammern hoch 2 wird es eh positiv. Auch der Sinn der quadratischen Ergänzung, weil viele sagen an der Stelle immer, aber das ist doch, was soll das? Ist doch plus das, minus das, das Ganze ist doch 0. Macht das überhaupt einen Sinn? Ja, denn jetzt haben wir jetzt, wenn wir diesen Teil hierhin ziehen und betrachten, dann können wir hier nämlich jetzt, das wäre dann die Grundvokabel binomische Formel rückwärts, daraus können wir machen, x minus 2 durch 2 ist 1 hoch 2, ja, eckige Klammer bleibt, die 2 mal bleibt. Was haben wir hier? 2 durch 2 ist 1. Hoch 2 ist 1, Achtung, nein, das Minus steht nicht hier in der Klammer, deshalb ist nicht Minus mal Minus Plus, sondern es ist, das mache ich hier als Nebenrechnung, 2 durch 2 ist 1, hoch 2 ist 1, also Minus 1, Minus 4 ergibt Minus 5. Und jetzt wird die 2 noch in die eckige Klammer rein multipliziert, dann haben wir 2 mal x minus 1 hoch 2 und 2 mal Minus 5 ist Minus 10. Auch hier ganz wichtig, nein, es ist nicht 2 mal das Minus ergibt Plus, es ist plus 2 mal minus 5, also plus mal minus ergibt Minus und 2 mal 5 ist 10. Hier seht ihr, wie viel dazwischendurch passieren kann, warum man oftmals nicht auf das richtige Ergebnis kommt. Deshalb dazu Übungsaufgaben, lasst euch nicht verwirren von eventuell anderen Schreibweisen, den Sinn dahinter auch verstehen von dieser quadratischen Ergänzung, damit, weil ich das mache, ne, ein Teil ist mir hier jetzt erlaubt, wieder so einen Ausdruck zu schreiben. Und ihr könnt euch auch jetzt überprüfen, indem ihr das hier wieder ausmultipliziert, ja, die x minus 2 hoch 2 an die mal 2 denkt, das Ganze ausrechnet und dann solltet ihr wieder auf den Ausdruck kommen. Auch das mal machen, dann versteht man so den ganzen Sinn. Und hier hättet ihr jetzt übrigens die Scheitelform und könntet den Scheitelpunkt ablesen, aber das ist ein anderes Thema. So. Mit ein paar Übungsaufgaben und dem Verständnis kommt ihr da eigentlich easy durch.